Ich war total fasziniert von dem Typen. So, ne? Also wir mochten uns gleich irgendwie. Und ich war halt so fasziniert, ähnlich wie, weiß ich nicht, ähnlich wie wenn du fasziniert bist so von so Leuten wie Kurt Cobain und sowas, weißt du, so, ne? So, oder James Dean oder Brando, so Typen, die sich halt so selbst zerstören. Typen, die halt so genial sind, so talentiert sind, dass ihnen alles andere scheißegal ist. Na, also ich bin ja halt auch jünger als er und ich habe das so bewundert. Und vor allem war das Ding, der Typ ist Türke. Der Typ hat also irgendwie denselben Background wie ich. Der scheißt aber auf die Tradition. Warum darf der das? Warum darf ich das nicht? Weißt du? Das war eine ganz große Inspiration für den Film. Dass ich dachte, ey, ich würde gerne mal einen Film mit dem Typen machen. Also letztendlich ist es ein Liebesfilm. Es ist ja auch Teil der Trilogie Liebe, Tod und Teufel. Ne? Also wir haben ja diese Trilogie im Kopf und so, ne? Wo es halt um Liebe geht. Na? Und Liebe nicht nur halt als was Konstruktives, sondern Liebe halt auch als was Destruktives. Aber halt nicht nur als was Destruktives, sondern auch als was Konstruktives. Es geht halt um Tod. Na? So Tod im Sinne von Metamorphose auch, weißt du, in einen anderen Zustand eintreten. Und es geht um Teufel. Das heißt, es geht um das Böse in einem, um den Dämon in einem, um das Verlangen. Ich denke, das ist halt so die negative oder die dunkle Seite der Liebe. Ne? Also ich glaube, die Liebe hat eine helle Seite und auch eine dunkle Seite, weißt du? Und ich glaube, die dunkle Seite der Liebe kann uns alle sehr zerstörerisch machen. Ne? Sie kann uns Kraft geben, was die Birol auch gibt. Ne? Birol beginnt in dem Film ja als Toter, der ist ja schon tot, das ist ja ein Zombie eigentlich. So, Ganz genau. ne? Und er wird ja wieder zum Leben erweckt. Er wird ja sozusagen so zum Leben so freigeküsst mäßig so von ihr. Na, das gibt ihnen dann so eine Kraft. Aber diese Kraft, oder wie jede Kraft, die halt was Positives hat, hebt sie halt auf was Negatives, was Destruktives, was Besitzergreifendes. Menschen sind leider so, weißt du? Wir sind, glaube ich, alle irgendwo so. Ne? Wenn es um die Liebe geht, ne? Wenn es ums Eingemachte geht. Ne? Ich sag mal, wenn es um die Muschi geht. Also ich glaube, es gibt beim Schreiben, ne, und beim Machen später, habe ich so, jeder Mensch guckt einen Film anders. Ne? Jeder Mensch ist ein Individuum, weißt du, und das, was die einen gut finden, finden die anderen schlecht und sowas. Aber es gibt so irgendwie, so, ich glaube, so drei Hauptströmungen, an die ich gedacht habe beim Schreiben. Ne? Ich dachte, drei Hauptblicke, die gibt es schon, also vor allem so in meiner Umgebung. Ne? So der eine Hauptblick ist so der deutsch-deutsche Blick. Ich sage jetzt mal der Blick der Geldgeber oder sowas. Ne? Dann gibt es halt so den deutsch-türkischen Blick. So, das ist halt auch irgendwo mit meinem Blick. Und dann gibt es nochmal den türkisch-türkischen Blick. So, der nochmal ein ganz anderer Blick ist. Ne? So der Blick aus Istanbul, weißt du? Wir können hier Sachen machen, die finden das drüben scheiße. Die machen Sachen drüben, die wir hier nicht verstehen, mäßig und so. Ne? So, auf jeden Fall, es gibt so drei Hauptrichtungen und ich habe versucht, so die größtmögliche Schnittmenge zu finden. Ja, wie soll ich sagen? Für mich ist es die heilige Stadt. Ne? Also, und gleichzeitig halt auch Babylon. Ne? Es ist halt eine Stadt für mich voller Widersprüche. Es ist für mich eine wahnsinnige Stadt. So, es ist eine sehr große Stadt. Es ist eine sehr gefährliche Stadt. Es ist eine sehr anstrengende Stadt. Eine sehr schöne Stadt. Eine sehr reizvolle Stadt. Eine sehr alte Stadt. Ne? Es ist für mich so die Stadt eigentlich so. Ne? Es ist für mich nicht Rom. So ist es für mich halt Istanbul. Ne? Weil es einfach geile Kulissen sind, es sind geile Kulissen. Und es macht auch Spaß, sich so anzustrengen und nachzudenken, wie drehe ich das jetzt überhaupt? Hier sind so Menschenmassen und so, wie kann ich das so drehen, dass sie alle nicht in die Kamera gucken und so. Da muss man so rumpuzzeln im Kopf. Ne? Und dadurch entstehen dann oft so viel authentischere Momente, finde ich, ne? Dass wir so die Kamera so verstecken, so unter Leute und so, weißt du? Und Sibel geht so durch die Straßen. Ne? Und das sind alles keine Komparsen, das sind alles dann so Originals. Es ist sehr inspirierend, weil die Stadt fließt ja. Da ist immer so ein Fluss, ne? Und man baut dann halt immer irgendwas ein. Was weiß ich, wenn eine Katze durchs Bild rennt, wo sie bald abgestochen wird und sie liegt dann tot auf dem Boden oder halbtot und dann kommt eine Katze irgendwie durchs Bild. Die ist ja nicht so Komparsen-Tiertrainer-mäßig. Die rennt dann da so zufällig durchs Bild. Und wir können das dann einfangen und dann können wir sagen, ja, schwarzer Kater von links, weißt du, so zufällig. Und so ist die Stadt. Also es gibt ganz viele Zufälle und man kann sie einfangen. Ich finde es eine ganz tolle Stadt zum Drehen. Am liebsten würde ich jeden Film da drehen.
Wir leben hier in Deutschland in einer mindestens in einer bilingualen Gesellschaft. Das ist ja so. Ne? Da kann mir jeder erzählen, Koch kann mir erzählen, was er will, Stoiber kann mir erzählen, was er will, ne? Schill kann mir erzählen, was er will. Die können mir alles erzählen, was sie wollen. Ne? Das hier ist eine bilinguale Gesellschaft. So, weißt du? Ne? Also die Leute, die hier leben, die sprechen viele, viele Sprachen. Ich gehe hier rüber zum Araber und so, und die sprechen alle Arabisch, weißt du? Ich treffe Kurden auf der Straße, die schnacken Kurdisch, weißt du? Ich bin bei meinen Eltern zu Hause, die sprechen Türkisch und so, weißt du? So. Also es gibt hier viele, 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 viele Sprachen, weißt du? Und dementsprechend natürlich so, Atatürk hat es ja mal gesagt, jede Sprache ist ein Mensch, ne? Beziehungsweise eine Kultur oder was weiß ich, ein Lifestyle oder sowas, weißt du? Und dementsprechend gibt es halt verschiedene Lifestyles, so, ne? Das, also jenseits des Deutsch-Deutschen, das ist einfach so. Und den versuchen wir natürlich einzufangen. Wenn sie mitgegangen wäre, dann fände ich es nicht ehrlich. Irgendwie würde ich das nicht ehrlich finden. Ich würde sagen, das ist irgendwie Betrug am Zuschauer oder Betrug an der Geschichte oder Betrug auch an den Figuren.